Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Supermarkt Simulator. Ja, ich habe alles eingeräumt. Hier die Wasserflaschen. Hier den Käse. Hier liegt Butter rum. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Hier haben wir die Eier. Da oben habe ich erstmal freigelassen. Siehst du, die Eier könnten wir auch wieder gebrauchen hier, ne? Okay, hier habe ich, ja, ich musste das erstmal hier hinstellen, weil ich habe hier nämlich jetzt nur noch zweimal Spaghetti. Hier habe ich diese Macaroni und hier habe ich jetzt, ja, den Reis werde ich auch irgendwann mal halbieren, genauso wie die Nudeln und so. Ne, das Öl werde ich auch halbieren, dann werde ich das Öl zu dem anderen Öl stellen. So, hier habe ich schon mal den Kaffee, den zweiten Kaffee. Hier habe ich den Tee und hier habe ich den Tee. Den Tee muss ich leider erstmal verkaufen. Weil ich habe leider keine leere Packung mehr. Das finde ich ein bisschen nicht so gut. Das finde ich ein bisschen nicht so gut. Hm, alles klar. Ja, das Blöde ist bloß, dass die das immer gleich einräumen. Ne? Am besten ist es... Ja, deswegen musste ich erstmal die Spaghetti hier hinstellen, weil ich habe drinnen zu viel Spaghetti. Und da bin ich voll... Das Blöde ist bloß, dass die immer gleich einräumen hier, ne? Okay. So, dann wollen wir mal kicken. Habe ich alle Preise? $7,32 stimmt. $11,91 stimmt. $2,82 stimmt. Dann hatte ich hier den Käse. Wo war der hier? 4,07. Und hier waren es ja die super teuren Eiers. So, Kartoffeln, Milch habe ich noch. So, das habe ich auch gekauft. Das habe ich auch gekauft. Ich gucke nochmal. Okay, ich könnte das auch nochmal mitnehmen. Das auch nochmal. Ich habe leider kein Geld mehr. $24 habe ich bloß noch. Oh. Was ist das? Klopapier? Ne, das war Kartoffel. Shit. Aber was ist denn das? Was ist denn los? Ich kann das nicht mehr hinstellen. Guck mal, wenn ich jetzt G drücke, ich kann es nicht mehr abstellen. Na toll, was mache ich denn jetzt? Oh, dann muss ich das nur so. Sobald ich eine Kiste in der Hand nehme, kann ich sie nicht mehr. Oh, dann kann ich die abstellen. Nee, das mache ich jetzt nicht, sonst kann ich nicht wieder abstellen. Jo, hallo, der Herr. So, da klingelt das wieder eine Kasse. $6,63. Siehst du, jetzt kann ich mir wieder ein bisschen was leisten. Und dann kauft man ordentlich ein hier, Jungs und Mädels. So, mal sehen, wann die neuen Waren hier über den Tisch gehen. Ja, den Kaffee, wie gesagt, das Regal will ich komplett wieder leer machen. Also der Kaffee kommt ja da drüben hin. Der Tee auch. Ich weiß gar nicht, Reinigungsmittel? Ui, ui. Kann ich mich schon bestellen? Nö. $300 brauche ich erst. Danke sehr. Sie bekommen zurück. $9,50 und danke sehr. Ich glaube, die müssen nochmal bei mir in die Leere gehen, die man hier zu kassieren hat. Dann dürfte ich wahrscheinlich erstmal keinen Kaffee mehr kaufen. Sonst ist kein Kaffee, kein Tee und keine Macaroni. Damit die das nicht wieder nach bestellen. Danke sehr, der Herr. Okay, ich kann nachbestellen.
Jetzt wollte ich wieder was bei der Seife hinmachen. Kleinen Moment bitte. Fadi kommt. Ein Käse? Und dann auch noch mit der Geldkarte. Aber trotzdem, beenden wir uns bald wieder. Ja, ja. So, da oben kommt die Cola hin. Hier haben wir nochmal das Water. Hier haben wir nochmal die schöne Milch. Lass mich nochmal durch hier. So. Hallöchen, die Dame. Oh, sie hat den neuen Tee gekauft. Danke sehr für die Karte. 110 Dollar 69. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Was haben Sie denn Schönes? Oh, den neuen Tee, den neuen Käse, die neuen Eier und oha, da wird aber. Das wird aber. Ja, wird aber. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Da muss aber wieder ordentlich gekackt werden. Okay, jetzt habe ich es doch gesagt. Oha. Ne, jetzt habe ich verkackt gedrückt, ist egal. 36, beenden wir uns mal wieder. Da kauft der aber Klopapier, du meine Güte nochmal. Kann doch wohl nicht wahr sein. Hab wieder einer mit dem Hammer gegen den Lichtschalter gekloppt. So, das Trinken kommt da rein. Ich glaube, einmal kann ich noch vergrößern, ne? Ich glaube, ich glaube, mehr geht denn gar nicht. Ja, einmal den neuen Kaffee. Der schmeckt sehr gut. Nein. Nur eins. Danke sehr. Beenden wir uns bald wieder. Danke sehr. 61 Dollar 37. Ich habe mir fällt gerade ein, ich habe ganz vergessen, Musik anzumachen. Oh. Egal. Lassen wir jetzt aus. Ist bei der letzten Folge auch schon gewesen, ne? Kann das sein? Egal, mache ich beim nächsten Mal wieder an. Danke sehr. 107. Oh, oh Gott, wir sind schon wieder bei 1700. Obwohl ich vorhin fast blank gewesen bin. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Na, die haben aber straff zu tun, die Jungs hier, ne? Oh oh. Die Cola ist voll. Aber warum muss ich laufen, ne? Die laufen ja auch nicht, die Jungs. Dann laufe ich auch nicht. Nee, 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 nee. So kann ich hier nicht reich werden, junger Mann. Aber trotzdem, wer... Ja, ist ihnen peinlich, ne? Weil sie selber so auf die Eier gucken. Also ich meine auf die hier. 1,93 Dollar. Ich glaub's ja wohl. Beenden sie uns bald wieder. Aber ein bisschen mit ein bisschen mehr einkaufen, wenn's geht. Und hier nicht nur für 1,39 Dollar. Bin ja morgen noch nicht reich. Ich hoffe nicht, dass er gestern einfüllt, ne? Oha, den sieht man ja gar nicht hinter seinem Karton. Okay, hier bin ich voll.
Hallo. Danke sehr. Oh, wie die Karte hier reinfliegt, ne? Nein! Was mache ich denn? $76. Danke sehr. Ich glaube, den Cover habe ich nicht gekauft, ne? Doch, der steht. Ne, der ist leer. Gut, der Cover ist leer. Dann kann ich den dann nachher rausnehmen. Aber leider ist der Tee. Ist noch ziemlich voll. Den muss ich nämlich von da rausräumen und da hinstellen. So, der Tee hier, ne? Wer hat denn nicht gerade eine andere. War der nicht vorhin hell? Na gut, steht ein bisschen im Schatten, deswegen. Guti, gucken wir mal. Guti, nächster Tag. Apfelsaft, Pizza, brauner Zucker. Apfelsaft. $3,63. Der braune Zucker, der ist hier. Oha, der ist aber teuer jetzt. $8,19. Und ach, die Pizza. Naja, komm, den Preis kann ich lassen. So, ich werde mal ein... Ich werde mal einmal... Genau, den Tee. Lass den Tee stehen. Das mache ich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein! Ach, da oben. Und dann kann ich den schnell hier hin machen. Nein, du Penne! Ach, scheiße. Der hat ihn gerade aufgefüllt hier hinten. Ich wollte ihn doch hier wegnehmen, Mensch. Ach, dammig. Jetzt war er schneller wie ich. Ach. Okay. Aber den Kaffee, den mache ich schnell alleine. Kaufe ich nur einmal erstmal. Und gib mir her hier. Dann kann ich den hier hinstellen. Kriege ich den jetzt hier hinten raus? Ja. So, hinstellen und weg damit. So, das haben wir dann erledigt. Der war da oben. Warte mal, dann werde ich den mal gleich nochmal 1, 2, 3, 4 nochmal nachkaufen. So, Honig brauchen wir noch nicht unbedingt. Was ist das hier? Oh, der Zucker. Hatten wir den nicht noch hier stehen? Ja. Den können wir da noch mit hinprügeln. So. Die Cola ist noch voll. Die Milch ist noch voll. Applejuice, glaube ich, macht er gerade, ne? Wieso ist da Wasser? Das ist doch hier unten. Wie habe ich denn da das Wasser hingemacht? Och, was ist denn das für eine Scheiße? Wieso geht denn das nicht? Ach, das finde ich Müll. Sage ich euch so, wie das ist. Also manchmal nervt das ein bisschen. Oder will da gerade einer hinlaufen? Nee, ne? Warte mal, ich nehme ihn nochmal. Man kann ihn nie absetzen, das Scheißding. Und draußen? Auch nicht. Na gut. Dann bleibt er eben drin. Verrottet doch da drinne. So. Das machen wir zweimal. Das kann ruhig noch einmal. Leiche nehme ich noch einmal mit. Was ist das da oben? Wieso ist da oben Hühnchen? Weg damit. So, oh, guck mal das Toilettenpapier an. Eins, zwei. Nehmen wir gleich dreimal mit. Der braune Zucker ist noch voll. Wieso haben wir eigentlich so viel Pizza hier? Kann mir das einer mal sagen? Weißt du was? Dann nehme ich lieber den Zucker. Und pack. Geh mal aus dem Bild. Weißt du was? Ich werde den Zucker hier hin machen. Ach, scheiße. Nee, geht ja nicht. Warte. Ach, nein! Geht das schon wieder nicht? Ach, komm!
Oh, alter Falter. Ja, jetzt geht's. Warte mal, ich hätte gerne den hier und würde den da wegnehmen. Nimm den hier. Hey, wieso geht denn das jetzt mit einem Mal? Dann nehme ich den lieber hier weg. Ne, dann habe ich den Zucker übereinander. Müsli, Müsli. Wieso ist hier Mehl? Sag mal, stellen die das hin, wo die das wollen, sag mal? Hier war doch kein Mehl. Das Mehl war doch hier. Habe ich das, oder? Nein. Ich hatte da hingestellt. Ach, das war vielleicht mal da, aber ich habe vergessen, das wieder wegzunehmen. Das kann natürlich auch gut aus möglich sein. So, hier haben wir die Eier. Da nehmen wir einmal mit. Die Eier nehmen wir mit. Wo sind eigentlich die kleinen Eier? Habe ich jetzt wieder irgendwas umgebaut und habe die kleinen Eier verschrottet? Also nicht verschrottet, sondern... Nein! Dann muss ich ja die kleinen Eier noch besorgen. Waren die richtigen, ne? Ja. Dann muss ich die kleinen Eier noch besorgen. Aber ich räume das erstmal schnell ein. Brot war hier. Gehen das zwei hintereinander. Jupp. So, hier haben wir nochmal Toilettenpapier. Hier haben wir noch einmal Toilettenpapier. Ich baue schon wieder um, ne? Ich komme hier wieder, ich komme bestimmt irgendwann komplett durcheinander wieder hier. So, der Kaffee war da oben. So, der Honig war da unten. Die Süßigkeiten, die waren hier. Obwohl ich da auch irgendwann mal weniger Süßigkeiten machen will. Also auch halbieren. So, noch einmal die Dinges, die waren hier unten. Cool, man, wenn man immer jetzt beim Vorbei... Ey! Der spinnt. So was Freches. Was wollte ich jetzt sagen? Oha, war wieder ein kleiner Leck. So. Naja, ich vergessen jetzt. Ich weiß nicht, ob das an meinem PC liegt oder ob das an den Mods liegt. Dass da ab und zu mal jetzt so ein bisschen hängen bleibt. Hm, ne, das war hier. Dann war halt die Schokolade. Ja, genau. Die Frage hat sich erledigt. So, dann müssten das nochmal einmal das rote... Oha, da sind wir voll. Soll ich da mal kurz hin? Lass mich mal durch. So, hier haben wir noch Schokolade. Da muss ich die kleinen Eier noch bestellen. Die kleinen Eier. Übertreibt es gleich, ne? Aber kleine Eier, so warte mal, dann haben wir die da, die da.
Wartet mal, ich glaube, ich werde das anders machen. Ich werde die hier wegnehmen. Werde die lieber dahin machen. Mach das Schild weg. Mach hier lieber die kleinen. Da komme ich wenigstens nicht durcheinander. Und die Bilder sehen nämlich fast gleich aus. Aber dann weiß ich, dass die nicht zusammengehören. Aber ich nehme ja manchmal mehrere Stunden hintereinander auf. Und wenn ich dann, was weiß ich, in 3, 4, 5, 6, 8 Tagen wieder spiele, dann weiß ich nicht mehr, dass die Eier nicht mehr zusammengehören. Nein! Habe ich da jetzt wieder irgendwas falsch gemacht? Ach ne, die roten waren, glaube ich, doppelt, ne? Wieso habe ich denn da schon wieder nichts da? Sag mal, was ist denn das? Habe ich das nicht letztens erst gerade gekauft? Haben die so viel Müsli gekauft? Meine Güte. Die Schokopops, die schmecken aber auch immer gut. Nein! Meine Güte! So. Pizza. Ah, gut. Pizza haben. Na ja, komm. Nehmen wir gleich zweimal mit. Und ich denke mal, wartet mal, wisst ihr was? Ich mache schnell den Laden schon einmal auf. Einmal schaffen wir noch in der Aufnahme, auch wenn es dann vielleicht wieder ein bisschen länger wird. Eine etwas längere Aufnahme. Habe ich die Pizza hier weggemacht? Nein, die habe ich ja weggemacht. Ich wollte da gar keine Pizza mehr hinmachen. Wieso habe ich dreimal Pizza bestellt? Was soll der Quatsch? Ich weiß echt nicht, wohin mit meinem Geld, ne? Aber ich sage immer so schön, was man hat, das hat man, ne? So. Kartoffeln. Haben wir noch genug Kartoffeln? Oh, doch, Kartoffeln habe ich noch. Tee habe ich auch noch genug. Das habe ich auch. Kaffee auch. Hier haben wir auch noch genug. Getränke reichen auch. Wollen wir mal hier vorne gucken. Butter. Den Käse habe ich noch 6 Stück. Ja, okay. Dann müsste ich für heute eigentlich alles haben. Hoffe ich. So, danke sehr. Sie bekommen zurück 11 Dollar und 18 Cent. Danke sehr. Wie sage ich doch, guck mal, schon wieder hier. Achso. Schon wieder hier die ganzen Müsli-Dinge. Kann doch wohl nicht wahr sein. Das sehe ich immer ganz gerne, wenn sie das einkaufen. Weil dann gibt es wieder ordentlich Cash in der Tasche. Danke sehr. 61 Dollar glatt. Wie viel muss ich noch? Oh, ich glaube, ich habe wieder ein paar Rechnungen nicht bezahlt. Ne? Kann das sein? Oh. Was wollte ich jetzt? Ach, hier. 723 Euro. Dauert ja noch ewig. Wie teuer ist denn eigentlich die nächste Erweiterung? Hier müsste ich bezahlen, Abschnitt 6. 3000 Dollar für die kleine Popelecke da hinten. 3000 Dollar. Ich glaube, ich... 1000. Ja, genau. Hallo, die Dame. Zweimal Pizza, einmal Butter. Macht genau 11,77 Dollar. Danke sehr.
Danke sehr. Der da hinten macht wohl gerade Pause, wa? Hallo, die Dame. Danke sehr. Das macht $58,96. Mein Gott, die Mutti ist doch nicht mal weg. Da liegen die Artikel hier schon drauf, wa? Meine Güte, die schmeißen ihre Ware aber schnell auf den Tisch hier. Kommen Sie hier. Kann aber nicht wahr sein. Danke sehr. Oha, Süßigkeiten. Der fette Teil, den die herkommen hier. $47,42. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Zu mir will, wo keiner war. Auch sie kommt jetzt zu mir. Nein, auch nicht. Na gut. Es liegt noch was draußen. Ja, hier liegt da noch der Zug, die Spaghetti hier. Ist das wieder ein bisschen leer geworden? Ja, na bitte, wieder einmal weg. Uiuiui. Nein. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt durcheinander komme. Den blauen hier. Das ist jetzt Rice. Ich finde, die Packungen sehen ziemlich gleich aus. Das ist ein bisschen, was mich stört. Kleinen Moment bitte. Hallo, die Dame. Danke sehr. Sie bekommen nicht zurück. Oha, eine kleine Müsli-Party. $16,95. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Was? Voll? Zweimal Macaroni-Pasta-Bus drin? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da passt ja nichts drin in dieses Regal. So, hier haben wir immer noch diesen Juice. Wie sollen wir denn hier drin? Raus damit. Apple, kommt darin. Dann nehmen wir den hier gleich weg. Zack, und hier haben wir... Hier machst du Pause oder was? Okay, geht schon wieder nicht. Okay, geht doch. Kleinen Moment, dann nehme ich das hier hinten schnell wieder weg. Zack. Ups. Also der Typ jetzt hat jetzt einen Fehler. Der steht jetzt hier rum und weiß nicht, was er tun soll. Normalerweise steht er doch immer draußen, aber der hat jetzt einen Fehler. $28,95. Danke sehr. Guck, der bleibt jetzt stehen da. Bis zum Feierabend. Faule Socke. Das ist eine faule Socke. Da steht er da rum. Achso, ist aber immer noch voll. Hallo. Wahrscheinlich darf ich nicht dabei rumfummeln, wenn die zwischen die Regale rumkrepeln. Dann nehme ich ihnen bestimmt irgendwie die Arbeit weg und dann wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen. Mensch, die ist schon wieder da mit ihren LED-Haare sind das. Nein! Achso, ich dachte schon da hinten. Aber stimmt, da war ja nichts. Ach, scheiße, das reicht nicht. Och, Mann.
Mist. Das reicht nicht. Ich will endlich den Tee da unten raus haben, den anderen. Wie kriege ich diesen Tee hier raus? Nicht mehr kaufen, ne? Die Karte kriege ich auch nicht weg. Da siehst du schon wieder $3000. Na bitte. Wer sagt's denn? Gut, die schütteln wir mal ab. Ey, seit mindestens 4 Tagen schon. Oder seit. Ja, seit habe ich jetzt 4 oder 6 Tage gespielt? Weiß ich jetzt gar nicht. Alles. Alles im grünen Bereich. Super, so gefällt mir das. Guck mal, jetzt haben wir insgesamt Profit haben wir $867, weil ich weniger eingekauft habe, als ausgegeben habe. Yeah, genau so mag ich das. So, ich mache noch schnell den neuen Tag. Pizza und 4er Eier. $5,31 und die 4er Eier sind hier. $2,04. Gut, ihr meine Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, dass ich denn diesen Tee da endlich mal irgendwie wegkriege. Das muss ich irgendwie wegkriegen. Da. Warte mal, ist der Zocker vielleicht das gleiche wie das da? Aber da wird das immer so viel. Und wenn ich das wegnehme. Nee, wartet mal. Ich bin ja ein ganz cleverer Bursche. Ich nehme den Tee einfach raus aus dem Regal. Dann können sie ihn ja gar nicht mehr nachfüllen. Na, komm. Alter, nein. Geht das schon wieder los? Oh, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Guck mal, öffnen kann ich, schließen kann ich. Und werfen? Guck, werfen geht auch nicht. Was ist denn das für ein Müll? Ganz abtippen geht nicht. Jetzt geht's. Muss immer eine Taste eben gerade habe ich gedrückt. So, guck mal, jetzt haben sie kein Tee mehr. Geht schon wieder nicht. Also nochmal reinstellen. Nehmen. Ganz vergessen. Okay. Ich würde sagen, ich starte das Spiel neu und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.